Vom Eise befreit sind Strom und Bäche durch das Frühlingsholde und belebenden Blick. Zum Osterspaziergang durch unser Frankfurt nimmt der Baby euch jetzt virtuell mit. Ja, jetzt sind wir hier auf dem Hühnermarkt in der Altstadt von Frankfurt. Wir stehen hier vor dem Haus von Tante Melba. Das war die Tante von Johann Wolfgang von Goethe. Und zur Einweihung damals war er hier der Urneffe von der Tante Melba. Ernesto Melba war damals hier, als das ganze Ding eingeweiht wurde. Ja, Goethe hat hier in diesem, ihr müsst wissen, wir sind in Frankfurt. Und überall, wo Goethe mal hingeschissen hat, der Platz ist heilig. Hm? Gut. Und hier ganz besonders, weil Goethe hat hier mal gelebt, und zwar als Kind, 6 Monate. Boah, Wahnsinn, oder? Dafür müssen wir die Kiste eigentlich zum Weltkulturerbe ernennen. Ja, und Goethe, wie gesagt, hat hier gelebt und diese 6 Monate haben ihn traumatisiert. Er war von dieser Stadt nicht fasziniert. Er hat die Altstadt gehasst. Er hat die Altstadt wirklich gehasst wie die Pest. Gab nichts Schlimmes für Goethe als die Altstadt. Diesen Hass auf die Altstadt, den hat er ja auch im Faust eingebaut. Und zwar der Mephisto sagt da etwas über die Altstadt. Und ich werde das jetzt mal versuchen, so rüberzubringen, wie es der größte Darsteller des Mephisto, den wir jemals hatten, rübergebracht hat. Gustav Gründgens. Und Gustav Gründgens hat als Mephisto dann immer gesagt, ich suchte mir so eine Hauptstadt aus. Im Grunde Bürgernahrungskraut. Krumme Gässchen, steile Giebel, beschränkten Markt, Kohl, Rüben, Zwiebel, Fleischbänke, wo die Schmeißen hausen, die fetten Braten anzuschmausen. Da findest du zu jeder Zeit gewiss Gestank und Tätigkeit. Dankeschön, vielen Dank, danke. Aber die Bewohner der Altstadt haben sich fürchterlich gerächt, denn Goethe hatte bei ihnen den Spitznamen der Dummbabble aus dem Hirschgraben. Und desto wege, zufrieden jauchzet groß und klein, hier bin ich Mensch, hier darf ich sein, ich kann es immer noch nicht auswendig, vielleicht nächstes Jahr dann.